Die Ruhrpottwache. Vermisstenfahnder im Einsatz. Auf der Hauptwache Duisburg-Nord konzentrieren sich 6 hochqualifizierte Fahnder auf die Suche nach vermissten Personen. Polizeikommissar Michael Smolik und Kriminaloberkommissar Bora Aksu tauschen sich gerade über einen Fall aus, als sie einen Hilferuf hören. Was ist denn da los? Es geht um meine Tochter ist verschwunden, bitte, Sie müssen... Okay, bleiben Sie einfach dort stehen, wir kommen runter zu Ihnen, ja? Bleiben Sie genau dort, wo Sie sind. Sie kommen nicht schnell! Ich habe schon mal Ihre Arbeit gemacht, ich habe meine Tochter verschwunden. Was meinen Sie damit, Sie haben unsere Arbeit gemacht? Ich habe den Freund meiner Tochter im Kofferraum... Da ist jemand im Kofferraum drin. Bleiben Sie mal weg. Gehen Sie mal zurück jetzt. Wir machen jetzt den Kofferraum auf, bleiben Sie ruhig. Ruhig, hier ist die Polizei. Ganz ruhig. Was packst du mich an? Der ist dafür zuständig, dass meine Tochter verschwunden ist. Okay, wie kommen Sie auf die Idee, jemanden im Kofferraum einzusperren? Das ist der Freund meiner Tochter. Meine Tochter ist verschwunden und er hat meiner Tochter in einem Streit gedroht, dass ihr was Schlimmes passiert, wenn sie sich trennt von ihm. Und jetzt ist meine Tochter verschwunden und deswegen habe ich diesen Typen einfach mitgenommen, damit sie ihn verhören können. Der soll gestehen, was mit meiner Tochter ist. Das ist doch jetzt aber eine Vermutung. Sie wissen ja nicht, dass er das war, oder wissen Sie es? Er hat mit meiner Tochter gedroht. Ist eigentlich krank, ich war überhaupt nichts. Komm her! Wissen Sie, wo die Tochter ist? Sie kennen die Tochter. Sie kennen den Mann, ja? Ja. Ja, wissen Sie, wo die Tochter ist von ihm? Nee. Aktuell sind in Deutschland über 11.000 Vermisstenfälle in den Datenbanken erfasst. Und täglich kommen neue hinzu. Innerhalb der Ruhrpottwache wurde daher das Team verkleinert, um es als Spezialeinheit einzusetzen, um sich ausschließlich um solche Vermisstenfälle zu kümmern. Ich hab doch damit nichts zu tun. Das war's Kurzschlussreaktion oder was? Gedroht, es passiert ihr was ganz, ganz Schlimmes, wenn sie sich von dir trennt. Und jetzt ist meine Tochter verschwunden. Die wollte sich von dir trennen. Ja, beruhig dich mal bitte. Okay. Ist das Ihre Tochter? Nein, das ist Dinja, meine ältere Tochter. Ach so, okay. Und was haben Sie dazu zu sagen? Sie ist heute Morgen nicht von der Fahrstunde zurückgekommen. Und ich habe sie schon mehrfach versucht, auf dem Handy anzurufen. Und sie hat es ausgeschaltet. Das macht sie sonst nicht. Sie ruft immer an. Das ist nicht unsere Tochter. Sie ist verschwunden einfach. Ja, okay, jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst, auch für uns. So, Sie haben 2 Töchter. Das ist eine davon. Eine davon ist verschwunden. Lena. Ja. Die Lena ist verschwunden. Sie sind der Freund von der Lena. Ich zeige ihn auf jeden Fall an. Ey. Ja. Bist du dumm? Sie sagen, er hat was damit zu tun. Und Sie sagen, sie ist nach der Fahrstunde nicht mehr nach Hause gekommen. Ey, okay. Hat gesagt, das Schlimmste wird passieren, wenn Sie sie von ihm. Ja, okay. Dann machen wir. Halt dein Maul, ey. Beruhigt euch jetzt mal. Hallo. Ich würde sagen, die zwei gehen mit dir mit. Ja. Du wolltest doch ihn anzeigen. Ja, ich zeige ihn auf jeden Fall an. Ja, okay. Ich komme mit mir mal einen Kofferraum. Ja. Eine andere Person einfach in den Kofferraum einzusperren und zur Polizeiwache zu bringen. Das ist, erstens ist es eine Straftat und zweitens fehlt mir da auch jedes Verständnis dafür. Ich kann es nachvollziehen, er ist ein besorgter Vater. Ja gut, Bora, aber ganz ehrlich, er wollte ja zur Polizei. Deswegen, er muss ja wissen, wie der Hase läuft. Sowas kann man einfach nicht machen. Ja gut, deswegen ist er wahrscheinlich nicht besorgter Vater hinterher, aber das geht einfach nicht. Hast du dich, wenn der Vater im Kofferraum irgendwie verletzt, ich meine, der Vater im Kofferraum ist ja auch nicht normal. Hast du dich verletzt, irgendwo angestoßen, ist da irgendwas passiert? Nee, das war alles in Ordnung, also ist kein Problem. Du weißt schon, dass du den Herr Hoffmann deswegen auf jeden Fall anzeigen kannst. Ja, ich will ihn gar nicht anzeigen. Ne? Mach ich nicht. Das verstehe ich nicht. Du nimmst das alles gerade so mega locker, davor noch dich richtig drüber aufgeregt und jetzt auf einmal ist alles okay. Ja, aber nee, ich will ihn echt nicht anzeigen. Das ist mir zu viel Stress. Jetzt müsste ich noch mal ganz genau wissen, was passiert ist. Also, das war folgendermaßen. Der Justin und die Lena, die sind zusammen und das war schon immer problematisch zwischen den beiden. Beruhig dich mal. Ja, gut. Also. Es ist so, Lena geht immer samstags zwischen 9 und 10 in die Fahrschule. Ja. Und kommt danach direkt nach Hause. Und heute kam sie nicht. Und es ist untypisch für sie. Sie kommt danach sofort wieder. Ich habe sie jetzt mehrfach versucht, auf dem Handy zu erreichen. Es ist ausgeschaltet. Ich mache mir Sorgen. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Ich habe von ihr eine SMS bekommen. Und okay. Die beunruhigt mich SMS? Wirklich. Eine SMS? Warum weiß ich von dieser SMS nichts? Was steht da? Ich lese mal kurz vor. Sinja, ich kann nicht mehr. Justin ist so ein Arsch. Er hat mir das Schlimmste angetan, was man einer Frau antun kann. Wie konnte ich mich nur so in ihn täuschen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er ist gerade total ausgerastet. Ich habe richtig Angst vor ihm. Hatte ihn geschickt um 9:15. Wann hast du dich das letzte Mal gesehen? Wie ist das Verhältnis zu ihm? Das letzte Mal gesehen? Vor 2 bis 3 Tagen ungefähr. Und das Verhältnis ist echt harmonisch, muss ich sagen. Wir sind seit 3 Monaten zusammen, es läuft alles perfekt.
Das letzte Streitgespräch vor ein paar Tagen habe ich das mitbekommen. Ja? Justin und Lena im Zimmer und haben sich gestritten. Und er, wenn du dich von mir trennst, dann wird was ganz, ganz Schlimmes passieren. Ja, so schlimm war es jetzt aber auch nicht. Gut, ich bin reingegangen ins Zimmer und habe dann gesagt, was ist los? Und Lena hat das alles abgetan. Nein, alles kein Problem. Und sowas passiert öfter? Streit? Die haben sich ständig gestritten. Gut. Ich würde gerne mich mit meinen Kollegen kurz austauschen. Bleiben Sie einen Moment hier sitzen. Darf ich Ihnen irgendetwas zu trinken mitbringen? Also einen konkreten Verdacht habe ich aktuell noch nicht. Natürlich haben die einige Vermutungen und es scheint ja in der Vergangenheit einiges vorgefallen zu sein mit dem Justin, aber da fehlt mir jetzt noch so der entscheidende Hinweis, dass er definitiv derjenige ist, der mit dem Verschwinden von Lena was zu tun haben könnte. Hat sie sich in den 2-3 Tagen, wo sie jetzt nicht gesehen hast, hat sie sich gemeldet? Nee, in den 2-3 Tagen nicht. Nee, ich chill halt viel mit meinen Freunden. Aber sonst, nee, gemeldet hat sie sich nicht. Okay, aber wenn man frisch verliebt ist, dann schreibt man ja eigentlich jeden Tag miteinander, oder nicht? Mhm. Kleinen Moment. Michi, hast du gerade eine Minute? Ja, klar. Bora Aksu gibt Michael Smolik einen entscheidenden Hinweis für seine weitere Vernehmung. Warum verschweigt der 18-jährige Justin den Streit mit seiner Freundin? Du hast Lena vor 2-3 Tagen gesehen, sagst du mir. Kann es vielleicht sein, dass du dich heute Morgen mit ihr gestritten hast? Ist das heute Morgen? Ja, ich treffe mich mit vielen, muss ich sagen, aber... Ja, heute Morgen. Es gab eine kleine Diskussion. Weißt du, sie will die ganze Zeit irgendwie mehr Aufmerksamkeit von mir und das nervt mich. Aber war nur eine kleine Diskussion. Das Problem war einfach nur, dass ja, ich habe ein Mädchen geküsst in der Disco und das hat sie rausgekriegt und jetzt macht sie ein riesen Drama und jetzt will sie mit mir Schluss machen und mit mir hat noch nie ein Mädchen Schluss gemacht, weißt du? Noch nie. Und sowas lasse ich doch nicht zu. Also bei ihm merkt man sofort, dass er von vorne bis hinten immer kompletten Stuss erzählt, weil zum einen sagt er, er hat seine Freundin 2 Tage davor gesehen, dann war es doch am gleichen Morgen, dann hat er vergessen, dass er eine andere Frau geküsst hat. Also man muss bei solchen Typen schon sehr, sehr vorsichtig sein und immer gefühlt nachfragen und immer mit dem Hintergedanken auch arbeiten. Vielen Dank. Und auch für Sie, Sinja, bitte. Dankeschön. Also es geht sofort die Mailbox dran. Okay, also das Handy ist immer noch aus. Ja. Hier haben Sie erstmal das Bild wieder. Vor der Befragung der Familienangehörige bin ich mit einem Lichtbild von ihr und ein paar Eckdaten zu ihr zu einem Kollegen gegangen, der im Hintergrund schon mal eine Vermisstenanzeige erstellt. Hat sie Probleme mit vielleicht anderen Typen, sonst irgendwas? Kannst du mir irgendwas sagen, dass ich irgendwie weiterkomme? Nee, eigentlich nicht, aber doch. Also sie geht jetzt schon seit einiger Zeit in die Fahrschule. Und der Fahrlehrer, ich hab die ja mal hingebracht und der Fahrlehrer, der hat schon mit der geflirtet und sie erzählt auch die ganze Zeit vom Fahrlehrer. Der Name? Felix heißt er. Was ist der Felix für so ein Typ? Oh, der flirtet mit jeder, das ist so nervig. Und die erzählt auch die ganze Zeit von Felix, geht mir auch schon voll auf den Sack. Okay. Die Fahrschule, wie heißt die? Fahrschule weiß ich nicht, sind immer nur Felix. Also der Fahrlehrer von deiner Freundin? Mhm, genau. Glauben Sie nicht, dass sie vielleicht einfach nur spazieren ist irgendwo? Das passt nicht zu ihr. Sie kommt immer direkt nach der Fahrschule nach Hause. Sie meldet sich immer. Aber Sie sagen ja gerade selber, sie hat einen Streit gehabt mit Justin. Vielleicht braucht sie momentan so ein bisschen ihre Zeit und ihre Ruhe. Und die Drohung? Also ich habe den Justin entlassen. Ich habe auch ein paar Infos für dich. Okay. Gibt es was Neues in meiner Tochter? Hat er gestanden? Ja, gestanden in dem Fall nicht. In dem Fall war er geschädigt. Sie können froh sein, dass er sie nicht angezeigt hat. Ich habe noch ein paar Infos, die besprechen wir dann. Okay. Gibt es sonst irgendwas? Ich bin jetzt eigentlich auch schon fast durch. Allerdings könntest du, wir haben die Vermisstenanzeige schon erstellt. Mhm. Ist auch schon im System drin. Vielleicht könntest du schon mal die Krankenhäuser abklappern, ob da schon mal irgendjemand gekommen ist, was zu der Beschreibung passt. Und auch vielleicht mit der Staatsanwaltschaft schon mal telefonieren wegen einer Handyortung, ob wir da einen Beschluss beantragen können. Mach ich. Ja? Danke, Michi. Man hat grundsätzlich immer ein sehr ungutes Gefühl, wenn hier ein 17-jähriges Mädchen oder irgendeine Person vermisst wird. Man sieht den Familienangehörigen, den Betroffenen dann halt auch die ganze Besorgtheit an. Man versucht da einigermaßen sachlich ranzugehen, versucht aber natürlich auch ein gewisses Mitgefühl zu haben mit den Leuten, die davon betroffen sind. Gemeinsam mit Can Yildiz will Bora Aksu jetzt den Fahrlehrer der verschwundenen Tochter befragen, um herauszufinden, was mit der Vermissten geschehen sein könnte. Der Angestellte hat die 17-Jährige zuletzt gesehen und ist deshalb ein Verdächtiger für die Ermittler. Hallo, schönen guten Tag. Polizei Duisburg, Can Yildiz ist mein Name, das ist mein Kollege Bora Aksu. Und zwar hätten wir Sie 1-2 Fragen an Sie. Herr Krämer, Felix, ist richtig? Ja, richtig, ja, ist klar. Gut. Herr Krämer, wir vermissen die Lena Hoffmann. Lena vermisst? Ja. Okay. Ich
Sie hatten ja heute Morgen eine Fahrstunde mit ihr. Ja, richtig, richtig. Können Sie uns was dazu erzählen? Wie ist es abgelaufen? Ganz normal. Also ich habe sie um 10 Uhr bei der Fahrstuhl abgeliefert und bin dann nach Hause gefahren. Also danach habe ich sie ja auch nicht mehr gesehen. Mhm. Was für einem persönlichen Verhältnis stehen Sie zu Lena? Ich bin ihr Fahrlehrer seit 2 Monaten. Also Lena steht kurz vor der Prüfung und ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie deswegen vielleicht ein bisschen Panik bekommt oder sowas. Mhm. Können Sie uns sagen, wann und wo genau Sie Lena gesehen haben? Also wir hatten eine ganz normale Praxisfahrt wie jedes Mal und eigentlich nur an der Fahrschule. Und dann bin ich ja direkt nach Hause gefahren. Sie können uns dabei helfen, indem Sie erreichbar bleiben für uns. Wie lange sind Sie heute zu Hause noch anzutreffen? Also ich habe noch ganz viel Arbeit im Büro. Ja. Ich habe erst heute Abend um 21 Uhr eine Nachtfahrt. Ich kann mich jederzeit erreichen. Alles klar. Herr Krämer, dann vielen Dank erstmal. Danke Ihnen. Gerne. Bei uns Polizeibeamten ist es natürlich so, dass wir bei solchen Gesprächen mit verdächtigen Personen auf gewisse Aspekte einfach achten. Genau, da geht es jetzt nicht nur um die Eigensicherung, ob da irgendwelche Gefährdungsmomente sind, sondern halt auch um die Körpersprache. Da gibt es ein paar Punkte, die wir geschult bekommen, wo wir darauf zu achten haben, was dann halt ein Hinweis dafür ist, ob das, was gesprochen wird, richtig oder vielleicht die Unwahrheit ist. Findest du es nicht komisch, dass er erzählt, dass die Lena ziemlich gut drauf gewesen ist? Obwohl sie im Vorfeld mit dem Freund einen heftigen Streit hatte. Also die haben sich heftig gestritten und haben sich vermutlich halt auch getrennt. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass eine 17-Jährige sich so gut verstellen kann und bei so einer Fahrstunde ziemlich gut drauf ist. Ja, stimmt schon. Ist vielleicht auch einfach nur ein Bauchgefühl, aber das schien mir nicht so ganz ehrlich gewesen zu sein mit ihm. Okay. Sag mal, ist er das nicht? Steckt er da gerade nicht ins Auto ein? Ja. Borabe, hat er nicht gesagt, dass er bis 21 Uhr definitiv erstmal zu tun hat und dann erst die Fahrschule? Ja, das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, um ehrlich zu sein. Lass uns mal schauen, wo der hinfährt. Hat der Fahrlehrer der Vermissten gelogen und doch etwas mit dem Verschwinden seiner Schülerin zu tun? Die Ermittler folgen dem Angestellten zur Fahrschule. Dort beobachtet Can Yildiz den Verdächtigen. Sein Verhalten ist auffällig. Okay, er ist mega aufgeregt. Mhm. Geht die ganzen Ordner durch. Ist jetzt an seinem Aktenschrank, glaube ich, oder so. Ist er alleine? Siehst du noch ist alleine. So. Ich sehe niemanden. Warte mal, jetzt holt er was raus. Das ist ein Laptop. Der kommt, warte, warte, komm. Oh, Scheiße, ey. Gibt's doch nicht. Oh, Scheiße. Herr Krämer. Oh, hallo, oh. Guten Tag. Was ist denn so Scheiße? Gar nichts, Scheiße. Sicher? Geht's Ihnen gut? Ja, alles gut. Sie erwecken mir den Eindruck, als seien Sie ein bisschen nervös. Ja, ich bin in Eile. Ich muss ja wieder arbeiten und so. Ich muss jetzt nach Hause. Okay. Ja. Sind Sie sicher, dass das jetzt nichts mit Lenas Verschwinden zu tun hat gerade? Also, wie gesagt, das mit Lena tut mir wirklich leid. Ich kann da nichts dafür. Was? Ein Moment, okay. Ihnen tut was leid. Geben Sie mir bitte den Laptop. Danke. Geben Sie mir einmal den Schlüssel. Drehen Sie sich einmal kurz zu meinem Kollegen. Was genau tut Ihnen leid, Herr Krämer? Ich sag jetzt einfach gar nichts mehr. Okay, Sie müssen auch nichts mehr sagen. Wir würden Sie bitten, uns auf die Wache zu begleiten. Da steht jetzt natürlich keine Straftat da, wenn irgendjemand sein Büro aufsucht, um seinen Laptop zu holen. Allerdings war das Ganze für uns schon so ein bisschen merkwürdig, insbesondere sein Verhalten. Die Fahnder vermuten, dass sich auf dem Laptop des Fahrlehrers Beweismaterial befindet, das mit der verschwundenen Fahrschülerin und Tochter zu tun hat. Sie wollen den Verdächtigen deshalb sofort auf der Vermisstenstelle vernehmen. Dort sorgt sein Erscheinen für Aufregung. Der Fahrlehrer von Lena? Ja, ganz. Was macht der Fahrlehrer von Lena hier? Herr Hoffmann, versuchen Sie sich zu beruhigen. Ja, das lesen wir doch irgendwas. Wir wissen noch gar nicht. Das Verschwinden von Lena, das ist doch mitten in den Ermittlungen, Herr Hoffmann. Sie müssen das verstehen. Es geht um meine Tochter. Ich muss doch, Mensch, Sinja, sag doch auch mal was. Also wir müssen doch irgendwas müssen wir doch rauskriegen. Herr Hoffmann, ich versichere Ihnen, sobald wir irgendwelche Hinweise haben, konkreten Hinweise, dann sind Sie die erste Person, die darüber unterrichtet wird. Ja, nehmen Sie erstmal Platz und wir wenden uns an Sie, ja? Ich habe Ihren Kollegen schon alles erzählt. Ich habe Ihnen nichts mehr zu erzählen. Ganz genau. Die Kollegen haben mir nämlich auch Bescheid gesagt. Und den Laptop, den wir gefunden haben, wir werden da so oder so alles drauf finden. Ich habe den Laptop nur zu Arbeitszwecken genutzt. Da ist nichts drauf. Da finden Sie einfach gar nichts. Okay, wenn Sie so meinen, wir warten, bis die Auswertung von dem Laptop fertig ist. Und dann werden wir ja sehen, was da drauf ist. Gerade haben wir davon gesprochen. Perfekt. Was sagt der Herr Krämer? Er sagt gar nichts. Er hat nichts gemacht. Er weiß nicht, warum er hier ist. Ach so.
Herr Krämer, wir haben das Laptop ausgewertet, was Sie versucht haben, so nervös und eilig aus dem, aus der Fahrschule zu entfernen. Und wir haben festgestellt, dass alle Ihre Fahrschulfahrzeuge mit GPS-Tracker versehen sind. Ja, ist ja auch gut so. Natürlich ist es auch gut so. Wir haben auch schon mit Ihrem Chef gesprochen und er hat uns das nämlich bestätigt. Und die wurden präventiv angebracht, weil da auch so der Verdacht bestand, dass manchmal andere Routen wohl gefahren werden mit den Fahrschülern, als die ursprünglich vorgesehen sind. Der schöne Nebeneffekt ist, dass wir jetzt herausgefunden haben, dass Sie während der Fahrstunde mit Lena an einen Waldrand am Rahmer See gefahren sind und dort ungefähr 15 Minuten mit ihr stehen geblieben sind, mit ihrem Fahrzeug. Können Sie uns das mal erklären? Ich weiß nicht, sie war ganz komisch drauf. Ich habe nur versucht, sie zu trösten. Und im Moment wollte sie mich küssen. Und ich habe es einfach verneint. Ich weiß, es kommt komisch, aber ich... Lena wollte sie küssen. Lena wollte mich küssen. Aber ich weiß, ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Nur ich habe es verneint und das Mädchen ist dann irgendwie rausgerannt. Ich habe noch geschrien, Lena, komm zurück. Aber sie ist dann irgendwie weiter in den Wald gerannt und ich hatte keine Chance mehr. Deswegen, das kommt komisch vor, deswegen habe ich das ja auch verheimlicht, aber das ist alles gewesen. Warum sollte ein Mädchen mitten im Wald rausrennen, nur weil sie sie abweisen? Also für mich stellt sich das Ganze ein bisschen anders dar, als hätten Sie die Lena versucht zu bedrängen. Ich habe doch nichts mit einer Minderjährigen zu tun. Wohin sind Sie dann gefahren? 30 Jahre alt. Was haben Sie dann gemacht? Ja, ich bin dann direkt nach Hause gefahren. Also doch nicht zur Fahrschule. Okay. Und wieso sind Sie nicht direkt damit dann irgendwie zu Ihrem Vorgesetzten oder zu der Polizei gekommen? Ja, wieso das haben ging Sie alles nicht irgendwie geteilt mit irgendjemandem? Weil mir das noch nie passiert ist. Ich wusste jetzt auch nicht, was ich machen sollte. Ich bin einfach direkt nach Hause. Ich dachte mir, mein Gott, wie wird es schon nach Hause gehen? Oder ich wusste jetzt nicht, was jetzt vermisst gemeldet ist. Aber damit habe ich doch nichts zu tun. Das ist jetzt Ihre offizielle Aussage zu der aktuellen Sachlage. Das ist das, was Sie dazu sagen möchten. Das ist die ganze Wahrheit. Was sagen Sie zu Ihrem Blutfleck übrigens? Was für ein Blutfleck? Da, am rechten Unterarm. Michi, siehst du das? Was ist das? Was haben wir denn da? Ach, ist nur eine Sportwunde vom Training. Mehr ist das sogar nicht. Ach, vom Sport? Okay, dann seien Sie mal so nett und zeigen Sie mal die Wunde. Ja, das ist doch nichts. Das ist jetzt nur eine kleine Wunde. Mehr ist das nicht. Zeigen Sie mal die Wunde. Ah, sieht doch noch ein Bissfleck aus, oder nicht? Herr Krämer, wissen Sie, wie sich das für mich darstellt? Es ist folgendermaßen abgelaufen. Sie wollten die Lena küssen. Lena hat sie abgewiesen. Dann haben sie versucht, mit Gewalt sie zu küssen, weil sie an ihrem Ego gekratzt waren. Sie hat sich befreit, hat sie gebissen, ist aus dem Auto rausgestiegen, ist rausgerannt, in den Wald gerannt. So war das, genau so. Erzählen Sie doch keinen Schwachsinn. Wisst ihr was, ich will jetzt nur noch meinen Anwalt sprechen und jetzt sage ich gar nichts mehr. Das wird doch lächerlich hier, Michi. Pass auf, du bearbeitest ihn weiter. Wir fahren zu dem Waldrand mit dem Gian, ja? Alles klar. Okay. Für uns war es jetzt wichtig herauszufinden, was es mit diesem vermeintlichen Kuss auf sich hatte. Und die Bisswunden auf dem Arm von dem Fahrschullehrer sprachen ja eine deutliche Sprache. Und wir hatten uns auf dem Weg zu dem Waldstück gemacht, wo die GPS-Daten die letzten Koordinaten dann gespeichert hatten. Die Ermittler inspizieren sofort den letzten Aufenthaltsort der vermissten Tochter. Sie befürchten, dass die 17-Jährige schwer verletzt sein könnte und deshalb nicht wieder auftaucht. Nein, geht nicht an. Meinst du, das ist ihr Handy? Weiß ich nicht, aber das müssen wir mal erfragen, weil das wäre wichtig zu wissen. Hallo Frau Hoffmann, Bora Axo hier von der Kriminalpolizei. Und zwar bräuchten wir ganz kurz Ihre Hilfe. Wir haben ein Handy gefunden und würden gerne wissen, ob es das Handy von der Lena ist. Könnten Sie uns... Ja, wo sind Sie denn? Das ist jetzt wirklich nicht besonders wichtig, aber wir sind jetzt am Waldrand in der Nähe der Autobahnunterführung. Am Rahmer See sind wir aktuell. Und wir würden gerne wissen, ob das Handy, also das hat so ein lilanes, eine lilane Schutzhülle hat das. Ja, ist mir egal. Ich mache mich jetzt sofort auf den Weg und komme. Das ist jetzt... Nee, der hat aufgelegt. Das passiert uns auch nicht oft, dass man der Polizei einfach auflegt. Aber nun gut, sie möchte jetzt wahrscheinlich so schnell wie möglich hierher. Wir suchen jetzt erstmal weiter. Noch wissen die Beamten nicht, was der verdächtige Fahrlehrer seiner Schülerin Lena angetan hat. Schon seit über 9 Stunden gibt es kein Lebenszeichen von der Tochter. Kaum auszuhalten für ihre Angehörigen. Guck mal, wer da ist. Hallo. Das ist gut. Ganz wichtig. Okay, dann sind Sie auch mitgekommen. Okay. Jetzt finden wir unsere Tochter. Also, Lena. Okay. Wir wissen nicht, wo ihre. Ganz ruhig. Also, wir wissen nicht, wo die Lena ist. Es ist auch nur eine Vermutung, dass sie hier irgendwo sein könnte. Wichtig ist für uns erstmal zu erfahren, ob das Handy von der Lena ist. Kannst du uns da was dazu sagen, Sinja?
So sieht das aus? Ja, das ist ihr Handy. Das ist ihr Handy. Dann muss sie ja hier irgendwo sein. Das also wenn das ihr Handy ist, dann... Es besteht auch die Möglichkeit, dass sie unterwegs nach Hause ist gerade. Ist denn zu Hause irgendjemand anzutreffen? Wir würden uns nämlich auf die Suche weiterhin machen, auf die Lena, und würden sie kontaktieren, falls wir sie finden würden. Das Handy ist doch nicht ohne meine Tochter hier, das muss doch... Bravo, wenn sie jetzt schon mal hier sind, sollen sie nicht einfach mitsuchen? Dann dürfen sie auch gerne mitsuchen. Also in dieser Richtung haben wir schon abgesucht. Wir würden jetzt in diese Richtung gehen und sie können uns gerne begleiten dabei. Auf jeden Fall mit. Ja? Leider Gottes haben wir Polizeibeamte immer mehr damit zu kämpfen, dass Angehörige der vermissten Person oder der verletzten Person sich irgendwie einschalten wollen. Hatten jetzt den Fall, dass der Papa und die Schwester hier vor Ort waren. Ja, waren wir eigentlich nicht mehr zufrieden, aber die einfachste und schnellste Lösung war wirklich mithelfen zu lassen. Das haben wir getan. Lena! Lena! Borabi, ich hab was gehört. Warte mal. Was? Von dort? Hallo, Lena! Hier, drüben. Hört ihr das? Drüben. Hallo! Das nicht? Lena? Lena! Da, einmal ganz ruhig, Herr Hoffmann. Haben Sie was? Kontakt? Hast du was? Lena, geht's dir gut? Ich hole ein RTW. Oh, Scheiße. Bleiben Sie zurück, bitte, Herr Hoffmann. Unter den 20. Tut dein Bein weh, Lena? Was ist denn passiert? Ich hatte Fahrstunde und mein Fahrlehrer, der hat sich mit mir am Waldrand gestellt, weil ich so verwirrt war. Und ich dachte, okay, er will mich trösten, aber... Hat er mich einfach geküsst, dann bin ich einfach nur noch weggerannt. Wollt ihr dich trösten wegen dem Justin, oder was? Ja, ich habe erfahren, dass Justin mir fremdgegangen ist. Sachverhalt sieht wie folgt aus. Lena hat sich von ihrem Freund Justin getrennt, hatte aber Fahrschule, hat diese Fahrschulstunde wahrgenommen, ja, hat einen Heulkrampf bekommen, konnte nicht mehr weiterfahren, wollte sich ein bisschen beruhigen. Da hat der Fahrschullehrer angefangen, sie ein bisschen zu trösten. Aus Trösten wurde dann eine sexuelle Handlung. Daraufhin hat sie natürlich komplett die Kontrolle verloren, ist aus dem Wagen gesprungen, hat dabei noch ihr Handy verloren, was wir dann glücklicherweise gefunden haben. Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt hier noch ein paar Stunden später aufgetaucht wären, dann wäre es wahrscheinlich schlimmer ausgegangen. Jan, kannst du mal bitte RTW rufen? RTW ist schon verständigt. Ist schon verständigt, ja, Sinja. Sinja, tust du mir einen Gefallen, gehst du mal vorne zu der Gabelung, wo wir gerade hergekommen sind. Falls das RTW kommt, dass du sie empfängst und hierher schickst, bitte, ja? Ja, mach ich. Wir haben deinen Fahrlehrer auf jeden Fall bei uns in Gewahrsam. Der wird auch angezeigt wegen sexueller Nötigung bzw. wegen Belästigung auch. Aber wichtig ist erstmal, dass es dir gut geht. Wir haben RTW gerufen. Brauchst du irgendetwas gerade? Haben wir Wasser bei uns im Streifenwagen? Ich habe im Auto Wasser. Ich hol's schnell. Okay, danke, Herr Hoffmann. Ja, jetzt, wo wir die Lena gefunden haben, bin ich natürlich heilfroh, dass wir sie weitestgehend unversehrt gefunden haben. Natürlich hat sie einige Schäden davon getragen, aber nichts, was nicht wieder heilt. Lena stürzte auf ihrer Flucht eine Böschung hinab und hatte sich dabei das Bein gebrochen. Die 17-Jährige erholte sich schnell von dem Schrecken und bekam einen Gips. Ihr Fahrlehrer muss sich wegen sexueller Nötigung verantworten.